Hallo, guten Morgen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gestern Selbstbräune auf mein Gesicht aufgetragen. Ich wollte meine Bräune nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu viel war. Egal, das wäscht sich ja sehr, sehr schnell weg. Ich bereite jetzt Frühstück vor. Mein Mann holt gerade meine Putzfee ab, die mir ab und zu mal hilft. Und genau, dann werden wir zusammen das Haus sauber machen. Ich werde noch einen Style & Talk drehen für morgen und heute geht es auch noch auf einen Kindergeburtstag. Da ich kein Brot mehr habe, werde ich Pfannkuchen machen. Ich hoffe sehr, dass die noch haltbar sind. Ansonsten muss ich welche mit dem Thermomix kreieren. 11:20, ja, ja. Das klappt schon, geht ihr die? Normalerweise mache ich die selber, aber ich muss mich jetzt ein kleines bisschen beeilen. Und deswegen nehmen wir einfach die Mondamin hier. Ich gehe immer mit einem Kochlöffel rein, weil das bleibt nämlich immer in den Ecken hängen. Ich mache erstmal den ganzen Boden so frei. Und dann schüttle ich das alles. Ich habe versucht, die Pfannkuchen in den Topf zu machen. Ja, richtig geklebt. Deswegen habe ich so eine Grillauflage genommen. Grill, keine Ahnung was, Leute. Habe ich von Küchenart geschenkt bekommen. Und darauf gehen die Pfannkuchen eigentlich sehr gut, weil ich habe noch keine Pfanne. Happy Sunday. Oder habe ich schon Happy Sunday gesagt? Niemand weiß. Außer ihr. Ich habe gerade einen Style & Talk hochgeladen. Hier läuft Suits, beziehungsweise lief Suits. Mein Mann fährt nämlich gerade unsere Putzfee wieder nach Hause. Und ich lade jetzt das Style & Talk hoch zum Schnitt bereit. Erstmal gucken, mit welchem WLAN ich hier eingeloggt bin. Dann werde ich, wir haben Leute, das habe ich gerade im Style & Talk erzählt, 3:50 und ich habe bis jetzt noch nichts gegessen, weil ich am Putzen und am Drehen war und ja, mich wirklich eine kurze 20 Minuten oder 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich mich kurz hingelegt, weil es war too much. Also im Moment wird mir dauernd schwindelig. Ich glaube, ich habe auch hier Schmerzen. Ich glaube, dass irgendwas von hier passiert und mir dann schwindelig wird. Aber egal, ist nicht schlimm, mir geht es ansonsten gut. Ich werde jetzt, wie gesagt, das Video hochladen und ich werde jetzt gleich meine Haare mit euch zusammen machen. Ich glaube nämlich, dass ich sie so anlocke, so wie das letzte Mal, weil sie so krass lange gehalten haben und ich euch einfach zeigen möchte, wie das geht. Wobei ich morgen auch zum Sport gehe und deswegen ist es irgendwie unnötig, meine Haare mit Hitze jetzt zu belasten. Mal gucken, entweder zeige ich euch gleich meine Haare, wie ich sie mache, oder ich zeige sie euch morgen, wie ich sie mache. Aber definitiv zeige ich euch mein Outfit of the Day. Diesen Pullover habe ich von Naked, den werde ich aber gleich umziehen, weil es ist viel zu heiß. So, lädt hoch. Ich habe richtig Hunger bekommen. Auf einmal, vielleicht weil ich die ganze Zeit jetzt angefangen habe, darüber zu reden. Oh, die Küche. Ich hatte vorher den Herd nicht sauber gemacht. Ich habe hier in der Küche die Spülmaschine eingeräumt und hier gewischt, geputzt und so, aber das war noch so heiß, darauf habe ich ja vorhin Pfannkuchen gemacht, dass ich das noch nicht putzen konnte und sie hat es sauber gemacht. Ich liebe diese Frau, sie ist ein Engel wirklich auf Erden. Sie hilft mir sehr, sehr viel. Ich habe sie damals, beziehungsweise meine Managerin hat sie damals gefunden, als ich mein Arm so mega entzündet war und ich einfach geweint habe, wenn ich überhaupt irgendwas nur gemacht habe mit dem Arm. Das sind die Lampen übrigens, die meine Mama mir geschickt hat, beziehungsweise den Link hatte sie mir geschickt. Und ich habe dann direkt für mich und für meine Schwiegermama, weil meine Schwiegermama hat auch das Problem, wenn wir bei ihr im Garten sitzen, Halleluja, Leute, die Dinger gehen auf uns los, als wären sie, boah, also so hungrig. Ich habe meine ganzen Beine wirklich, meine Knöchel, hier sieht mein Knöchel, der ist schon so dick, weil ich bestimmt schon 10-mal an einer Stelle gestochen wurde. Hier, dann habe ich hier seitlich voll die Stiche, ich habe hier im Po-Bereich, überall, also wirklich meine Arme. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt diese Lampe hier bestellt. Das ist von Maison Berger, diese Moskito-Dings. Und hier sind einmal noch Ersatzdochte dran, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das nicht reicht. Und diese großen Dinger gibt es auch zum Nachfüllen. Also praktisch der Inhalt der Lampe gibt es auch zum Nachfüllen. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, gucken, euch sagen, wie das funktioniert. Draußen funktioniert das Ganze wohl auch. Ich glaube aber nur in einem Radius von 12 Quadratmetern. Ich werde das versuchen, wenn wir zum Beispiel essen, das einfach auf dem Tisch stehen zu lassen oder so. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber das kann man sich auch sehr gut ins Schlafzimmer stellen, weil das nämlich nicht anders wie bei diesen Dingern, die man in die Steckdose tut, keine Chemie drin, die einen irgendwie belastet. So habe ich das verstanden. Ne? Also, man macht das wohl an für 30 Minuten
und macht dann, ich glaube, den Docht pustet man wieder aus. Bitte berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Also man macht das an und macht das dann wieder aus, nach 30 Minuten. Und das gibt dann die ganze Zeit diesen Duft ab, den diese Mücken nicht mögen. Und ja. Ja, das gibt's auch mit Duft. Ich habe es ohne Duft genommen, weil ich mir dachte, ja, es geht doch, keine Ahnung, geht auch mal ohne Duft. Aber ja, das hier ist das Set und es hat mich, glaube ich, 34 Euro pro Set gekostet. Also und dann nochmal diese Nachfülldinger. Ich habe, glaube ich, für das 102 Euro gekostet und das ist nicht wenig. Also ich hoffe sehr, dass das auch funktioniert. Ich kann es kaum abwarten, hier eine Lampe hinzuhängen und hier, hier und auch hier schöne, fette Bilder hinzuhängen. Ich werde die selber malen, weil in dieser Größe weiß ich jetzt nicht, wie viel ich bezahlen würde für so Fotos. Aber ich glaube, ich hätte auch viel, viel Spaß daran. Ich glaube, es werden taub mit grau und, weiß ich nicht, ganz, ganz hellgelben Akzenten oder so. Also ich will die Küche auf jeden Fall widerspiegeln, aber trotzdem noch andere Farben mit integrieren. Also ihr seht ja die verschiedenen Töne, die hier drin sind. Ja, ich liebe diese Küche, ist ein Traum, wirklich. Also mir ist schon 800 Mal was angebrannt, weil der Herd so brutal gut ist. Ich bin das ja nicht gewöhnt, ne? So, das ist mein OOTD. Es ist blöd mit dem Spiegel, dass es so gut im Licht steht, aber ich habe einen Top von Zara an und der Rest ist auch von Zara, also die Hose und der Blazer. Normalerweise war das dieselbe Farbe, aber irgendwie hat sich die Hose irgendwann weiß gewaschen. So, so sieht es im Licht aus. Kleiner Farbunterschied, aber egal. Die Tasche ist Valentino und ich werde gleich die Hermes-Schlappen, die weißen, dazu anziehen. Und noch kurz mein Haargummi austauschen, weil es ist ein pinker Invisible. Kein Mensch will das sehen, glaube ich. Stellt euch auf meinen Seifenspender. Ja. Das geht so. Ohne Haargummi. Ich trocken Shampoo rein tun. Nee, komm, egal. I need a little bit of a puff. Ich habe ja so wenig. Deswegen ist es sehr schwer, was zu entscheiden. Nein. Ich werde heute dieses Miracle von Lancôme nehmen, weil es hat so einen pudrigen, angenehmen Duft. Liebe ich sehr. Ist ein sehr, sehr schönes Parfum. Ist auch sehr günstig übrigens, finde ich. Mhm. Boah, voll in die Fresse. Bah. Ich wollte was Leichtes und hab's mir voll hier hingesprüht. Wir fahren jetzt auf den Kindergeburtstag und mein Mann hat einfach die süßesten Sachen gekauft. Für den Kleinen. Bitte, wie süß. Dieses kleine Teilchen hier. Oder diese kleine. Das packe ich jetzt ein und dann geht's los. Wer ist Ella, haben die gefragt. Das ist Ella. Wer ist Ella überhaupt? Das ist die Schwester von meinem Mann, Leute. Hallo. Wir sind vom Kindergeburtstag wieder zu Hause, Leute. Sorry, ich bin ein bisschen gelb, das Licht deswegen. Es war sehr, sehr süß, sehr, sehr schön. Es war schon fast zu Ende, als wir angekommen sind. Aber wir haben uns dann noch VIP-mäßig auf die Couch gesetzt. Nein, es waren wirklich dann alle weg und er meinte so, komm, bleib noch ein bisschen. Ich habe gerade voll die coole Story gemacht. Ich berichte eigentlich nicht so jetzt von Stories, die ich gerade eben gemacht habe. So, jetzt ist es nicht mehr so gelb. Aber ich finde das richtig krass. Ich habe nämlich jetzt so eine Waage, die alles misst, ne? Und die hat tatsächlich mein Körperfettanteil und sowas alles gemessen. Also sie misst nicht nur euer Gewicht, sondern auch einfach euer BMI, eure Muskelmasse, eure Knochenmaske, euer Fettflüssigkeitsanteil, BMR, Gewicht, Proteinrate, das Körperalter. Viszerales Fett, welches Fette sind, die sich, glaube ich, um Organe legen. Ist das das? Also es kann auf jeden Fall zu gesundheitlichen Problemen führen, steht hier. Fette unter der Haut, Gewichtskontrolle, Körperfett, Gewicht, Muskel, bla bla bla. Und wir haben jetzt hier einmal meinen Mann, der tatsächlich sein Alter liegt bei, also der misst auch so euer Körperalter, bei 27 Jahren. Das Körperalter ist der berechnete Wert aus Stoffwechsel, Gewicht, Körpergröße, Körperfett und Körpermuskel. Und er ist halt wirklich sehr muskulös, also macht sehr, sehr viel Sport. Ich habe auch bei ihm Athlet eingegeben und bei mir normal. Aber wenn wir hier zu mir mal reingehen, ich wiege 57,2 Kilo mit Klamotten, ohne Klamotten 53,5. Das misst ihr auch. Mein BMI, warte, ich zeige euch das einfach. Jetzt mache ich mich nackig für euch. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sowas zeigen würden, aber ich habe mit sowas gar keine Probleme. Also hier steht das, 57,2, 53,5. Dann ist hier mein BMI, ist bei 18,5, ist relativ fit.
Denn meine Körperfettrate liegt bei fast 11%. Die ist auch ganz gut. Ich hatte tatsächlich, als ich damals 17 Kilo mehr gewogen habe, hatte ich ungefähr einen Körperfettanteil von 21%. Also es war sehr, sehr viel. Dann Muskeln habe ich hier so in dem Bereich also fast 50%. Und der Flüssigkeitsanteil liegt hier bei 65%. Dann haben wir hier die Knochenmasse. Mein BMR ist nicht so gut. BMR ist, wenn du dich ausruhst und das nachbrennt praktisch. Dann die Proteinrate ist auch sehr gut. Ich muss mal gucken gleich beim BMR, was ich da besser machen kann. Ich finde, das ist halt sehr, sehr gut. Guck mal hier, Fett unter der Haut. Gewicht ohne Fett. Dann hier Muskelgewicht sind 27,6 Kilo und so weiter. Also ihr könnt das euch alles hier dann so anschauen. Ja, da kann man sich das auch anschauen. Ja, also es ist ganz cool. Ich verlinke euch die Waage mal gerne in die Infobox. Ist jetzt kein Teil der Kooperation oder irgendwie Teil eines Placements hier im Video. Das war eine Zusammenarbeit für Instagram. Aber ich sage euch ja immer gerne, wenn ihr auf Instagram was verpassen solltet, schreibe ich es euch auch gerne sehr gerne hier rein. Ich weiß nur nicht, wie lange der Rabattcode gilt, weil ich kriege einen 25% Rabattcode und der Preis von der Waage ist sowieso schon super. So Profisportler und so weiter benutzen die, ist auch sehr, sehr gut bewertet. Ihr könnt mal selber gucken. Ich glaube, die ist bei 4,75 Sternen. Das ist schon sehr, sehr gut. Wie lange gilt der Rabattcode? Weißt du das? Wir wissen es nicht, aber ich schreibe es euch in die Infobox. Dann könnt ihr da auf jeden Fall nochmal nachschauen. Und jetzt werde ich mich einfach nur auf die Couch legen und hier läuft Suits. Aber ich wette, wir gucken gleich Blacklist. Endlich fängt der Sonntag an. Good morning in the morning! Wisst ihr, was gerade passiert? Die Couch kommt gerade an. Ella und ich waren gerade frühstücken und sie guckt so aus dem Fenster. Sie so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Couch kommt mega an. Wow. So, das ist unsere Couch. Spaß. Oh wow. Hallo. Die laufen hier wieder mit den Schuhen rum, Leute. Ich raste aus. Oh mein Gott, guck mal. Wow, da steht Tressa neben Tressa und es sieht wunderschön aus, Leute. Die hat so einen kleinen Vintage-Hauch, aber die ist brutal. Sehr schön, das sieht zwar unterschiedlich aus, von den Farben her ist es aber nicht. Es kommt halt aufs Licht an, ne? So, tut mir leid, Leute, für diesen Überrumpelungsakt heute Morgen. So, besser vielleicht? Jedenfalls ist die Couch heute angekommen. Ella kam zum Frühstück und dann voll cool. Sie guckt so aus dem Fenster, sie so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich glaube, die Couch ist da. Und ja, sie ist angekommen. Ich zeige euch das nachher nochmal in Ruhe. Jetzt sind auch die Männer weg. Ich habe auch gerade nochmal unten durchgewischt, weil die sind selbstverständlich mit ihren Schuhen durchgelaufen. Aber das ist halt so, ne? Man kann nicht jedem sagen, irgendwie zieh jetzt deine Schuhe aus. Die waren jetzt auch nicht so, draußen hat es auch nicht geregnet oder war irgendeine Matschpampe oder so. Deswegen war es okay. Mir geht es ein kleines bisschen besser heute Morgen, aber mir ist immer noch so ein bisschen schwindelig. Und dementsprechend reagiert meine Haut auch. Ich habe hier schon wieder Unreinheiten bekommen. Mein Gesicht gefällt mir nicht. Ich sehe so cakey irgendwie aus. Ich werde jetzt nur noch Mascara auftragen mit ein bisschen Highlighter. Ansonsten, eine Freundin von mir kommt wahrscheinlich gleich kurz vorbei und wir wollen vielleicht zum Baumarkt gehen, weil ich suche ja nach Steinen für den Garten und deswegen brauche ich unbedingt einen Gang zum Baumarkt. Mein Mann kann heute leider nicht, der hat gleich einen Zahnarztbesuch, aber ich könnte ja schon mal ein paar Fotos machen oder so oder gucken, was cool aussieht, obwohl es eigentlich unnötig ist, weil wir die sowieso am Ende zusammen holen werden. Ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt habe, dass meine neue Kollektion da ist, Leute. Und sie ist ein Traum. Sie ist so schön. Man sieht sie nicht. Nee, man sieht sie nicht. Der ganze Aufsteller ist hier. Der DM-Aufsteller und die Kollektion sieht einfach so wunderschön aus. Ich habe übrigens auch noch bei H&M geshoppt und bei TK Maxx. Aber bei TK Maxx habe ich nur Klamotten für Babys geholt. Kann ich euch trotzdem zeigen. Ich glaube, morgen werde ich wieder mich mit der CC-Creme schminken einfach, weil das Moment schöner aussieht auf meiner Haut. Das ist mich gerade unter meinen Augen so ein kleines bisschen cakey und stört mich so ein bisschen. Aber ich habe jetzt keine Lust, alles wieder zu schminken. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt die Couch von meinem Schwager wieder zu ihm nach Hause? Weil wir haben eigentlich gedacht, dass die Spediteure das direkt mitnehmen können. Aber mein Schwager war nicht zu Hause, seine Frau auch nicht. Und ja. Oh, ich wollte euch noch die FitTrack-Waage zeigen.
Habe ich euch ja gestern gezeigt. Hier, so sieht die aus. Tisch, gibt man dann da drauf. Aber das ist die Waage und die nennt sich Dara. Die ist so cool, Leute. Verlinke ich euch mal. Lasst uns die Locken machen, die ich schon die ganze Zeit mit euch machen wollte. Ich erzähle die ganze Zeit davon und tue es nicht. Am liebsten hätte ich heute wieder keine gemacht. Meine Haare sitzen im Moment einfach so gut, dass ich nichts damit machen muss. Ich meine, die sind glatt, ein bisschen Öl rein, dann ist es okay. Aber ich habe jetzt hier mein GHD Platinum Plaster da warm gemacht. Finde ich super. Ihr braucht da keine Angst haben, dass ihr irgendwie zu lange auf einer selben Stelle bleibt, weil er erhitzt nicht so stark, dass euch die Haare verbrennt. Klar, Hitze ist es immer noch, aber es sind keine 220 Grad. Ich meine, er würde auf 180 gehen. Ich nehme einfach eine dicke Strähne, ne? Also das ist jetzt keine dünne Strähne. Und ich gehe ganz langsam durch diese Strähne durch und fange dann irgendwann an, die Strähne einzudrehen. Also es ist wirklich nicht schwer. So sieht die dann aus. Ich habe immer das Gefühl, mittlerweile kann jeder eigentlich seine Haare locken mit einem Glätteisen. Aber es ist doch noch nicht so leicht. Oder doch nicht so, praktiziert. Hammer. Bisschen groß. Also, ihr nehmt das einfach und es lässt sich ja drehen. Also hier unten ist ja dieses Drehding. Das heißt, das verheddert sich nicht oder so. Und nehmt einfach euer Glätteisen und legt das einfach ganz normal oben so an und dreht das Glätteisen irgendwann von eurem Gesicht weg. Man macht praktisch diese normale, ich locke mir jetzt die Haare mit einem Glätteisenbewegung, aber in ganz langsam, also nicht so schnell. Und dann halten die wirklich extremst gut. Ihr könnt als so kleines Plus, wenn ihr das machen wollt, ich habe das jetzt letztes Mal nicht gemacht, aber ihr könnt es noch machen, euren Föhn auf die kälteste Stufe stellen und danach kurz drüber föhnen. So hält ihr die Locken dann nochmal besser in Form. Die andere Seite fällt mir manchmal echt schwer. Wenn mir irgendwas zu krass gelockt ist, dann gehe ich einfach nochmal so ein bisschen drüber. Also ich habe auch noch Probleme. Aber never give up on your first world problems. Wie habe ich denn das gemacht? Nobody knows. Tada! Fertig. Ging schnell, Leute. So, ich habe ungefähr 2 Stunden gebügelt. Jetzt sind Sibel und die Kinder unten. Und wir gehen jetzt kurz was besorgen und auf einen Geburtstag. Ich nehme euch ein bisschen mit. Mal gucken, wie viel ich filme, aber das ist ja immer so ein bisschen, wer will da gefilmt werden, wer nicht. Oh, ich könnte euch noch mein Kleid zeigen. Das hier ist mein Kleid. Das habe ich mal bei Naked bestellt. Ist ganz süß. Ich habe darunter eine Radlerhose an, weil wenn man sich da bückt, dann ist das nicht ganz so schön. Ich zeige euch das mal im Licht. Licht ist nicht so gut heute, aber das hier ist das Kleid und die passende Tasche, finde ich. Ich glaube, ich mache mir hier noch so ein Dings hin, oder? Das ist ein bisschen tief hier. Ich habe natürlich nicht gefilmt. Ja, das war so mit Schwiegermama und Freundinnen und auch älteren Leuten. Und dann wollte ich die Kamera nicht so rausholen. Ich bin jetzt auf jeden Fall zu Hause, sitze auf der neuen Couch, zeige sie euch morgen nochmal und zeige euch auch ungefähr, was ich vorhabe. Ich versuche gleich was zu finden, damit ich euch das so ein kleines bisschen erklären kann. Ich werde mich gleich entweder in meinen Laptop oder in mein iPad setzen und so ein kleines bisschen Moodboard oder so erstellen für dieses wundervolle Wohnzimmer. Ich will auch mit Freunden nach Holland fahren die Woche, wenn es klappt. Wie gesagt, wir wollten ja zu meinen Eltern fahren am Wochenende, mein Mann und ich. Und mein Bruder vielleicht, wenn er Bock hat, muss ich ihn noch fragen. Aber ja, deswegen versuchen wir vorher noch nach Holland zu fahren, weil da gibt es halt auch so coole Sachen. Und werde ich euch auch mitnehmen und euch zeigen, was ich da so finde. Allerdings bin ich noch nicht sicher, ob wir mit einem Gewerbeschein in so Gewerbeläden gehen oder halt nicht. Aber das Ding ist, diese Sachen, die ich euch halt zeige mit dem Gewerbeschein, dann ist das einfach nur günstiger. Also was heißt einfach nur? Also ihr kriegt die Sachen trotzdem in Holland. Ihr müsst einfach nur verschiedene Läden dafür abfahren, weil die haben meistens alle dasselbe. Und ja, also gerade in
Herlin oder wie es heißt, gibt es super viele so Deko-Läden und sowas und alles. Genau, aber ich werde euch morgen auf jeden Fall das zeigen. Dann habe ich ja wie gesagt noch TK Maxx und H&M offen, die ich euch zeigen wollte. Ich wollte noch von H&M was zurückbringen. Morgen früh gehe ich boxen, Nägel machen in Köln, weil meine Nägel, die sehen zwar so auf der Kamera ganz gut aus, aber Leute, die sind so lang und unten drunter so dreckig. Ich werde die noch so ein, zwei Mal in Köln machen und dann werde ich mir, glaube ich, das abmachen lassen und Shellac drauf machen lassen, bis das Ganze mal rauswächst und dann halt mit Naturnägeln versuchen irgendwie, weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich keine Lust mehr. Also irgendwie, ja, wenn ich morgen wieder frische, neu gemachte, schöne Nägel kriege, ist wieder alles okay. Aber ich möchte gerne, ich hatte in dieser Corona-Zeit ja keine Nägel, wisst ihr noch, ich habe das ja abgefeilt. Und ich war irgendwie so zufrieden damit. Es hat mich irgendwie so, es war so sauber. Ja, ist ja auch klar, dass unter lange Nägel, egal wie oft ich das sauber mache, ich mache ja jeden Abend Desinfektionen da rein und schrubb mir die Nägel und unter der Dusche und so. Aber wenn da Make-up drin hängt oder wenn ich so mache, dann hängt da Mascara und dann hängt es in der Rille und dann kann ich nichts machen, ne? Guck mal bitte. Die ist so groß. Ich sitze hier so am Rand. Erinnert ihr euch an diesen Anblick? Einen wunderschönen guten Morgen. Morning. Morgen. Wir sind bei Dennis beim Sport. Hä, wo ist sie? Ach, da. Meinst du mich? Der ist da hinten. Und der so, gehst du mir fremd mit deinem Just Fit oder was? Ja, ja. Ja, ich bin ja weggezogen. Jetzt ist es eine halbe Weltreise zu Dennis. Ich muss mich ein bisschen motivieren. Und eigentlich wäre Shoran heute auch gekommen, aber sie hat es verpeilt. Das sind ihre Schwangerschaftsdemenz, kein Problem. Deswegen machen wir heute die ganze Arbeit. Versucht schön eng am Kopf vorbeizuziehen, ne? So? Noch enger, noch enger. Richtig. Ach so, so hin. Ja, genau. In die rechte Hand nehmen. Wir fangen an. Linkes Bein geht zurück. Und wieder hoch. Okay. Da machen wir auch 10 Stück pro Seite. Komm, 4. Sehr gut. Richtig schlagen, komm. Genau, richtig machen in den Handschuhen mit Faust, ja? Nochmal. Komm, nochmal. Und wechseln. Komm, 30 Sekunden noch. Komm, die letzten 15. So, liebe Leute, ich war beim Sport, habe geduscht, habe mich fertig gemacht und werde jetzt kurz die Wäsche einräumen und euch einen kleinen Haul zeigen. Klein ist okay. Es ist schon okay. Ich hasse Socken zusammenlegen. Ist für mich das Schlimmste ever. Ich habe gestern so viel Zeug gebügelt. Das müsste nie für die nächsten 30 Jahre bügeln reichen. So, bitteschön, mein Freund. Er mag das übrigens nicht, wenn ich das selber einräume. Er sagt, ich mache das falsch. Okay, so, okay, dann mach's selber. So, Leute. Ich habe bei TK Maxx, Rituals und H&M eingekauft. Ich zeige euch mal, was ich bei Rituals geholt habe. Das ist jetzt nicht so super interessant. Oder vielleicht doch für den einen oder anderen. Und zwar habe ich diese hier fürs Badezimmer mitgenommen, weil ich finde, die passen perfekt in unsere Bäder rein. Sie sind zwar Rosé-Gold hier oben, aber nicht so mega Rosé-Gold. Es gab noch Rosé-Goldenere, rostigere, die haben nicht so gut gepasst. Aber ich glaube, die passen ganz gut. Davon habe ich 2 Stück mitgenommen für das mittlere Badezimmer. Und ich habe passend dazu auch die Handcreme mitgenommen, passend dazu. Ich konnte mich allerdings nicht so gut entscheiden, ob ich auf meiner Seite vielleicht doch das so kombinieren soll, wobei mich halt stört, dass der Deckel von dem anders ist. Ich habe noch für die anderen Bäder diese Reihe hier mitgebracht. Also das hier ist die Sweet Jasmine Private Collection und das ist die Savage Garden Collection. Ich hoffe, dass es die lange, lange gibt, aber ich kaufe mir ja auch mal diese Nachfülldinger. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal hier dieses Dings kaufen, ne? Der Umwelt zuliebe, kauft euch auf jeden Fall Nachfüllseifen-Dings da. Dann habe ich eine Elixir Cotton Collection bekommen. Cotton heißt die gar nicht, Elixir Collection. Das ist einmal ein Dry Shampoo und einmal eine Haarmaske. Und so ein kleines Set habe ich dazu bekommen. Und eingekauft habe ich für sage und schreibe 73 Euro. Also ich habe nochmal so eins mitgenommen und noch eine Handcreme. Ich habe was für meinen Bruder geholt. Ich hoffe sehr, dass er es nicht sieht, den Vlog. Aber wenn doch, dann ist es halt so. Ich habe auf jeden Fall... hat mein Mann gefunden und meinte so, boah, guck mal, das ist voll was für Affi. Und hatte eigentlich einen anderen Flieger gefunden und das hat dann meine Schwiegermama gefunden. Guck mal bitte, wie hübsch dieses Flugzeug ist. Ich würde schon überlegen, ob ich mir das selber
in meine Vitrine stelle als Erinnerung an ihn. Aber ja, ich finde das sehr, sehr schön und ich werde ihm das auf jeden Fall schenken, weil es einfach echt sehr, sehr hübsch ist und es einfach zu ihm passt. Gekostet hat das Ganze bei TK Maxx 40 Euro. Und ich habe Handtücher mitgenommen von Kenzo. Einmal große Handtücher, also so sehen die aus. Fand die ganz schön für die Badezimmer und die haben gekostet, die ganz großen haben gekostet 16,99 Euro, beziehungsweise das ist so eine mittlere Größe, aber ich brauche gar nicht so viel Handtücher immer. Also ich brauche immer nur ein Handtuch, das reicht mir für meinen ganzen Körper und meinen Kopf. Und das hier ist jetzt so eine mittlere Größe, die gab es noch in noch größer, aber das habe ich jetzt nicht gebraucht. Von denen haben wir zwei Stück mitgenommen. Die kann ich auch mal direkt in die Wäsche schmeißen. Dann habe ich einmal kleinere Handtücher mitgenommen, also praktisch Handtücher für die Hände. Die haben gekostet 9,99 €. Ich fand die Preise wirklich gut, also falls ihr irgendwie Handtücher sucht oder so. Manchen TK Maxx gibt es ja die so Marken wie Kenzo und so weiter. Und das sind einfach für die Hände, für unser Badezimmer. Davon habe ich, glaube ich, 4 Stück mitgenommen. Dann gab es noch voll süße Sachen bei der Babyabteilung. Und die Nichte von meinem Mann, die ist auch noch so mini. Und da habe ich dieses Kleid hier mitgenommen, das sieht so süß aus. Und dann habe ich noch so ein Set für sie mitgenommen. Kleine süße Maus. Und so das hier. Das hat so eine kurze Hose und so ein Shirt und ein Tuch. Allerdings ist es alles für nächstes Jahr. Also das könnte sie schon im Winter, glaube ich, anziehen. Und das hier ist groß genug für das nächste Jahr im Sommer. Ich finde nicht immer so viele so süße Jungs-Sachen. Gibt es auch. Aber ich finde immer so mehr Mädels-Sachen, die so süß sind. Ist hier ein Kassenbeleg dabei? Ist der? Als nächstes habe ich bei H&M eingekauft. Deswegen bin ich noch im Bademantel, weil ich dachte, ich zeige euch das mal direkt getragen. Und zwar habe ich einmal so ein Shirt geholt. Ich fand das ganz cool, ehrlich gesagt, wegen der blauen Katze. Weil ich habe so Schuhe in der Farbe High Heels. Und dachte, mit so einem Lederrock könnte das richtig cool aussehen, wenn man das so reinsteckt. Sehr, sehr casual und war auch völlig okay vom Preis her. Das hat nämlich 9,99 € gekostet und deswegen habe ich das einmal mitgenommen. So, so sieht das aus. Sieht sehr schön aus. Mit diesen blauen High Heels, glaube ich, könnte das ganz hübsch aussehen. Ich gucke mal, ob es besser ist, wenn ich das Licht da mache. Ich finde das voll süß mit dieser blauen Katze. Und dieser Rock ist von Marsh, glaube ich. Ist er von Marsh oder ist er von... Doch, ich glaube, der ist von Marsh. Der hat hier oben so dieses Geringelte, finde ich voll süß. Findet ihr natürlich auch alles in der Infobox verlinkt. Ich glaube sogar, so ist es besser, oder? Wenn ich euch das so zeige, entscheidet ihr mal, ist das so besser? Jetzt geht es zum nächsten Outfit. Achso, ich zeige euch das direkt mal. Und zwar ist das dieses Oberteil hier. Allerdings habe ich das leider nur in S bekommen. Ich glaube, weil es sieht groß aus, also nicht wegen, oh mein Gott, S. Aber es sieht einfach ein bisschen größer aus. Es hat so ausgefüllte Schulterpolster, aber mit so, wie so Organza-Stoff ist das hier drin. Ich bin verliebt in dieses Oberteil. Es ist überhaupt nicht zu groß. Es könnte zwar eine Nummer kleiner sein, aber ich finde, das sieht richtig schön aus. Diese Ballonärmel, die hier so an der Seite zusammengehen, mit diesem Organza hier oben, welches diesen Stoff so festhält, ist so, so hübsch. Ich habe das jetzt mit dieser Hose kombiniert. Und die ist auch von H&M aus der vorletzten Kollektion. Allerdings glaube ich, wenn ich das so tragen würde, würde das zu schlafanzugmäßig aussehen. Ich glaube, ich würde das eher mit einer High-Waisted Jeans anziehen, die vielleicht so ein bisschen so einen Used-Look hat. Wirklich so ausgewaschenes Blau oder so. Oder halt eine Röhre könnte auch gut aussehen. Aber es ist eigentlich so lang. Also, aber das würde jetzt mit dem Stil so nicht passen. Aber ansonsten finde ich das Oberteil wirklich sehr, sehr hübsch. Ich wünsche, also wenn die das noch in mehr Farben haben, kaufe ich das, glaube ich, in jeder Farbe. Ich glaube, in so einem schönen Schwarz könnte das auch sehr, sehr hübsch aussehen. Das gefällt mir. Übrigens, ich habe meine Nägel auch in so einem Flieder gemacht. Das sieht jetzt so bläulich aus. Hat auch so einen kleinen blauen Unterton. Ich glaube, das sieht ganz cool aus, auch mit Blau. Das sieht wirklich einfach blau aus in der Kamera. So ein Babyblau sieht das aus. Aber es ist tatsächlich ein ganz helles, gräuliches Flieder. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist mal was anderes. Habe gedacht, komm, für den Sommer bist du mal ein richtiger Rebell. So, das hier ist das nächste Kleid. Es ist sehr lang, aber es ist wirklich sehr, sehr hübsch. Also ich würde das natürlich mit einem trägerlosen BH anziehen. Und ich würde definitiv irgendwas hier hin machen, weil das hier wäre mir jetzt too much für mich. Aber ich habe jetzt hier einen schwarzen Gürtel mal genommen. Und ich glaube, so würde das sehr, sehr schön aussehen. Vor allem, wenn man noch irgendwie eine schwarze Tasche dazu tragen würde oder irgendwie vielleicht so.
könnte das ganz cool aussehen. Mag ich sehr gerne, oder? Oh ja, mag ich. Ich finde das schön. Ich glaube, man muss dazu aber High Heels tragen. Ich habe noch ein Kleid mitgenommen. Und zwar dieses hier. Ich habe so ein kleines bisschen Angst, weil das auch so Farben hat. So ein bisschen pastelligere Farben. Wie das aussehen wird. Ich ziehe das einmal ganz kurz an. Okay, wow, das gefällt mir auch sehr gut. Vor allem, es hat hinten wie so beim BH so Dinger, dann könnt ihr die Träger höher ziehen, wenn ihr das tiefer oder höher haben wollt. Aber das hier gefällt mir auch so gut. Vor allem, wenn man geht, das ist so ein so schöner fließender Stoff. Der bewegt sich so schön, nicht zu viel. Our Princess, what's up? Aber es ist richtig schön, vor allem es hat wirklich schöne Töne. Ich hatte erstmal ein bisschen Angst, dass es so pyjamahaft aussehen könnte. Aber es kann auch sehr, sehr schön aussehen, wenn man das ein bisschen mit kräftigeren Farben kombiniert. Also ich würde wahrscheinlich eher eine rote Tasche anziehen als irgendwie was anderes. Zum Beispiel die von Valentino. Könnte ganz cool aussehen. Oder, das hat nicht so gut geklappt, weil der Gürtel zu groß ist. Aber es wäre schön, wenn man so knalligere Farben da reinsetzt, damit das einfach so ein bisschen mehr Power hat, das Kleid. Aber man kann es natürlich auch komplett in hellen Sachen wickeln. Also es ist so ein langer, schöner, weicher, beiger, weißer Cardigan oder so. Könnte auch sehr, sehr gut aussehen. Oder, keine Ahnung, diese Töne könnten auch sehr, sehr schön aussehen damit. Also jedem selbst überlassen. Ich glaube, ich würde was Knalligeres nehmen. Dann haben wir zwei Sachen. Den Blazer davon habe ich anprobiert, aber ich habe das kleine Gefühl, dass ich es umtauschen muss in eine Nummer größer. Was nicht schlimm ist, weil ich muss sowieso die ganzen H&M Sachen zurückgeben. Ich werde die diesmal nicht mit der Post verschicken, sondern direkt bei H&M zurückgeben, weil die Sachen einfach zu groß sind und nicht in diesen Retouren-Dings reinpassen. Aber hier habe ich einmal eine Hose und ich habe einen Blazer dazu. Das ziehe ich auch mal kurz an. So, das ist einmal die Hose. Ich habe die jetzt einfach mit dem Top angezogen. Ist eigentlich ganz gut. Oh nee, die gefällt mir am Po gar nicht. Die hat so, das steht so ab, das ist so komisch hier. Also es macht den Hintern eher flach und ich hatte den Blazer, wie gesagt, anprobiert. Ich war ein kleines bisschen unsicher, ich hatte was lange Arme, Mickeys an und es war ein ganz kleines bisschen eng. Aber das ist echt schön, vor allem, der hat so, so Linien. We don't need that Blazer, weil die Hose geht auf jeden Fall zurück. Der Blazer hat gekostet 30 Euro und die Hose 25 Euro, hör mal. Und die ist auch noch in Excess, also kleiner kann ich sie eh nicht mehr nehmen, sonst engt mich das hier komplett ein. Kleiner gibt es sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Das geht zurück. Ich habe noch ein paar Socken mitgenommen, die schmeiße ich jetzt auch in die Wäsche, weil wir haben echt nur alte Socken hier, habe ich das Gefühl. Alright, that was the haul. Ich habe das jetzt mal so hingestellt, einmal so und einmal so. Ich glaube, ich finde sogar weiß sogar noch harmonischer. Weiß fängt irgendwie nochmal so die restlichen weißen Dinge hier auf. I don't know. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt mal umgezogen und werde jetzt ein kleines bisschen hier aufräumen und einkaufen fahren, weil meine Freundinnen kommen heute Abend. Ich freue mich sehr, weil die Gäste bringt nämlich ihren süßen Hund mit. Ich habe den noch gar nicht gesehen, Leute, bis jetzt nicht. Der hat ja, ich wollte vorbeigehen und an dem Tag, ne, wollte die Gäste eigentlich zu mir kommen und an dem Tag hat er sich verletzt. Und dann waren wir im Urlaub und das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Und deswegen ja, und ich habe hier so einen fetten Pickel bekommen, ne? Hör mal. Wo kommst du denn her? Du Otto, du. Das Haus ist wieder mit Arbeitern voll. Maya ist hier. Merhaba, danke für eure lieben Kommentare. ich werde jetzt Maya wegbringen. Wegbringen. Tschö. Vorbei hier. Tschüss. Nein, dann werde ich noch einkaufen gehen, weil ich kriege, wie gesagt, Besuch heute Abend. Und die Sachen, die im Haus passieren, zeige ich euch. Aber langsam geht es mir auf die Nerven, dass hier jeden Tag irgendwas gemacht wird, Leute. Aber naja, egal, so ist das halt. Ich denke mal, mit diesem Jahr, also in diesem Jahr muss ich mich einfach damit abfinden. Ja, das heißt, abonniert den Kanal, um die Arbeiter bloß nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann am Freitag zu einem neuen Video wieder. Bis dann.